Jetzt sitzen wir hier, schauen hoch in den Sternenhimmel, Falk und ich, und warten darauf, dass Black ein Nickerchen macht, als er schlafen geht. Will er nicht. Wir wollen seine Bude durchstöbern. Oder kommen wir so rein? Bleib hier stehen. Okay. Ach, wir dürfen frei drin rumlaufen? Das ist ja ein Ding. Dürfen nichts nehmen? Dürfen hier sogar schlafen? Wir hätten hier sogar Nickerchen machen können. Gibt's hier irgendwas Besonderes? Aha. Eine Namensliste? Das könnte interessant sein. Wir schauen erstmal uns noch weiter um. Er steht mit dem Rücken zu uns. Er kann nichts... Er kann das nicht sehen, wenn wir die nehmen. Das war's. Abgeschlossen, seltsame Liste. Ich lauf noch einmal weiter rum. Reisetasche, sieht er uns? Nein. Schnell alles nehmen. Komisch, dass er uns hier rumlaufen lässt. Da liegt sogar Elixit. Da steht ein Elixitbeutel. Es stört ihn nicht, dass wir direkt hinter seinem Rücken alles mopsen? Vielleicht hat Falk ihn ja in ein lautloses Gespräch verwickelt. Ja, aber da können wir ja noch mehr mopsen. Aber alles Wertvolle haben wir uns genommen. Tschüss. Ich bin ein bisschen überrascht. Mitkommen. Ja. Das kann doch nicht so einfach sein. Jetzt wollen wir uns die Namensliste mal anschauen. Oh Gott, ist das schlecht geschrieben. Bax sagt, dass die alle vertrauenswürdig sind. Anwärterliste. Ryan, Big Jim, Iron Madison, Cutter, Spike, Gunn. Was bedeutet die Liste? Was kann man damit machen? Was ist der nächste Schritt? Vielleicht reden wir mal mit Red drüber. Vielleicht weiß der was. Der ist doch so ein kluges Kerlchen. Der kennt die Leute ja auch viel besser. Wir laufen mal zu dem rüber. Da haben wir eine Meinung. Rüber über die Brücke. Die Krähen fliegen ganz schön tief diese Nacht. Oh, top.
Ich habe bei Blake eine Liste gefunden. Wirklich? Zeig her. Dann lass mal sehen. Anwärterliste. Ryan was? Ach, Iron Madison soll das heißen. Der Mann hat vielleicht eine Sauklaue. Das scheint eine Liste von Leuten zu sein, denen er vertraut. Ryan ist sein momentaner Bodyguard, mit dem er immer zusammen jagen geht, wenn es wirklich das ist, was sie dort draußen tun. Okay, dann ist ja klar, was wir zu tun haben. Und was? Lass uns mit Ryan reden. Warum sollten wir das tun? Und über was willst du mit ihm reden? Ryan ist doch gar nicht das Problem. Hm, aber vielleicht ist er Teil der Lösung. Wir könnten Blakes Leibwächter austauschen. Die Namen auf der Liste, die du mir gegeben hast, scheinen Anwärter auf diesen Posten zu sein. Am besten tauschen wir den obersten Namen aus. Wenn der Name ausgetauscht ist, sorgen wir dafür, dass Blake einen neuen Leibwächter braucht. Was meinst du mit austauschen? Naja, was wohl? Wir bringen ihn um, was sonst? Und dann werde ich seinen Posten übernehmen. Nachdem ich meinen Namen ganz oben auf die Liste gesetzt habe, werde ich den Zettel wieder zwischen Blakes Sachen legen. Währenddessen kümmerst du dich um Ryan und sorgst dafür, dass er nie wiederkommt. Er ist sehr loyal. Ich denke, du wirst ihn sogar umbringen müssen. Bei allem anderen ist das Risiko zu groß, dass er mit Blake redet. Alles verstanden? Nein. Erklär's mir nochmal. Also, du gehst zu Ryan und haust ihn aus den Socken. Währenddessen werde ich die Liste, die du mir gegeben hast, manipulieren und meinen Namen ganz oben draufsetzen. Wenn also Ryan weg ist, wird Blake sich nach einem neuen Bodyguard umsehen und seine Liste begutachten. Darauf wird er dann meinen Namen sehen und mich hoffentlich einstellen. Dann habe ich sein Vertrauen und kann vielleicht herausfinden, wo er das Schutzgeld versteckt hält. Alles klar. Gut, dann los. Wir treffen uns dann oben bei Blake, wenn alles erledigt ist. Exzellent. Das ist der bescheuerste oder bizarrste Plan, den ich seit Ewigkeiten gehört habe. Ich traue dem nicht über den Weg. Ich habe den finsteren Verdacht, es geht ihm letztlich nur darum, dieses Schutzgeld einzusacken. Er benutzt uns als Instrument. Wir sollen für ihn den Mord begehen. Wir sollen immer die unangenehmen Dinge machen. Ne? Wir sollen unten bei Chloe in den Keller einbrechen. Wir sollen Chloe bestehlen. Wir sollen unter Lebensgefahr, wie wir eben gesehen haben, in der Behausung von Blake rumstöbern. Jetzt sollen wir seinen Leibwächter töten. Alles dafür, damit er eventuell sich nachher eine goldene Nase holt oder eine blaue Nase, wenn er in das Elixid reinsteckt. Das gefällt mir vorne und hinten nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, der verarscht uns. Da ist Ryan. Ach. Direkt bei uns um die Ecke? Na dann. Vor dem Tor? Wie kommen wir denn da runter? Hier, ne? Da schläft er. Soll ich einen Schlafenden töten? Das gehört sich nicht. Selbst als Outlaw. Ach, ich bin ja kein Outlaw. Ich spreche ihn mal an. Aber wenn das schief geht, dann will ich nicht meine Sonnenbrille tragen, sondern meinen Schrott-Sammlerhut. Verpiss dich! Dieser Ausdruck macht keinen Sinn. Wie bitte, was? Pisse fließt. Verpiss dich bedeutet so viel wie sich verflüssigen. Das macht keinen Sinn. Pisse tut was? Wenn sie fließt, dann meine ich, dass du davonfließen. Also Pisse, die... Meine Fresse, was weiß denn ich? Wieso unterhalten wir uns jetzt über Pisse? Du bist ein komischer Vogel, Junge. Sag schon, was willst du von mir? Was machst du hier draußen? Du nervst mich, um das zu fragen. Ist nicht dein Ernst, oder? Doch. Mann, Junge. Du bist wirklich ein komischer Vogel. Also ich stehe hier draußen, weil ich frei habe.
Eigentlich bin ich Blakes Knüppel. Was? Na, er ist ein Bodyguard, Junge. Allerdings braucht er mich nicht, solange er sich im Lager aufhält. Nur wenn er wieder auf Ripperjagd geht, nimmt er mich mit, um seinen Rücken zu decken. Und wenn er auf Geschäftsreisen geht, natürlich auch. Frage beantwortet? Das ist sehr interessant. Was sind denn das für Geschäftsreisen? Würde ich gerne fragen, kann ich nicht. Hast du was zum Handeln? Na, wenn du so fragst. Ich habe wohl ein paar Sachen dabei, die ich dir überlassen könnte. Fulminant. Was machen wir jetzt, Falk? Ich speichere einmal ab. Was tun? Also, den ganzen Plan aufgeben, Red allein sein Mist machen lassen? Oder die Sache durchziehen? Oh, halt dich kurz, ich bin müde. Vielleicht reicht es ja, ihn irgendwie im Kampf zu besiegen, und dann spuckt er nicht nur Zähne, sondern auch aus und verrät uns, was es mit diesen Geschäftsreisen auf sich hat. Ich hab's mir überlegt. Ich hau dir doch aufs Maul. So gefällt mir das. Meine Waffe hat schon lange kein Menschenblut mehr gesehen. Dann mach dich bereit zu sterben. Dich hole ich mir! Falk, eingreifen bitte. Nein, das war nicht falsch. Nein, ich bin mit dem Werfer noch völlig desorganisiert. Wir machen das mit dem Zweier. Genau, und mit. Entschuldigt. Ich war im Moment so perplex. Mir fiel nämlich gerade ein, dass ich konnte nur eben nicht gleichzeitig ziehen und reden und tun und machen. Diese neue Einer-Waffe, die wir da haben, ne? Die ist zwar ganz toll und gut und schön, aber die produziert halt bei den meisten ihrer Aktionen sowohl Kettenblitz als auch diese andere Sache mit dem schwarzen Loch. Da können halt auch Umstehende dran beteiligt oder verletzt werden. Zumindest beim schwarzen Loch. Beim Kettenblitz weiß ich das nicht genau, und ich stand dem so dicht gegenüber, dass ich das nicht machen konnte. Deshalb musste ich erstmal zum zweiten wechseln. Und da war beim letzten Mal, als ich in den Kampfmodus gegangen bin, einfach nur Energiespeicher zu mir genommen hatte, war der Energiespeicher zuerst aktiviert und ich konnte nicht kämpfen. Ne? Ich war auf 3, als ich in den Kampfmodus ging, und es passierte nichts. Es war also echt völlig total bescheuert. Völlig bescheuert. Bis ich das erstmal kapiert hatte. Oh, guter Becher, Bier und Elixid. Ja, und nun? Ryan ist jetzt ein neuer Leibwächter. Red. Wir machen ein Nickerchen bis zum Morgen. Der war ja leicht auszuschalten. Aber wir haben mittlerweile auch echt gute Kräfte. Es geht zurück zum Lager. Autsch, Kopf gestoßen. Also es ist echt nicht schwer, hier reinzukommen. Und jetzt suchen wir natürlich Red. Anscheinend hat es geklappt. Er steht bei Blake. Immer denselben Weg hin und zurück. Und nun? Wo ist Red? Ist er innen drin?
gibt's er denn? Auf der anderen Seite anscheinend. Er steht anscheinend hinter dem Haus oder um die Ecke herum. Da steht er. Ryan lebt nicht mehr. Sehr gut. Ich habe in der Zwischenzeit Blakes Liste manipuliert und wieder zwischen seine Sachen gesteckt. Es würde etwas komisch kommen, wenn ich jetzt zu Blake gehe und ihm sage, dass sein Leibwächter gestorben ist. In der Tat. Am besten machst du das. Na natürlich, immer ich. Immer ich. Woher sollte ich das wissen? Was? Du meinst, dass sein Leibwächter tot ist? Er könnte denken, dass ich ihn getötet habe. Na und wenn schon. Selbst wenn, glaube ich nicht, dass er dir sonderlich böse wäre. Er ist es schließlich gewohnt, dass ihm seine Bodyguards reihenweise wegsterben. Geh einfach zu ihm und sag, dass du seine Leiche gefunden hast. Am besten erwähnst du auch noch, dass er jetzt einen neuen Bodyguard braucht. Er kann manchmal etwas schwer von Begriff sein. Alles klar. Gut, dann komm wieder zu mir, wenn du ihm Bescheid gegeben hast. Also ich habe den Verdacht, dass ich bin hier in den ganz bizarre... Ich werde hier irgendwie vorgeführt von diesem Typen. Ich habe deinen Bodyguard gefunden. Was soll das heißen, gefunden? Er ist tot. Verdammte Scheiße, schon wieder? Ist dir denn jeder Arsch zu unfähig, um mal am Leben zu bleiben? Du wirst dir wohl einen neuen suchen müssen. Ich weiß, ich weiß. Glücklicherweise habe ich erst vor kurzem eine neue Liste mit vertrauenswürdigen Leuten bekommen. Wird Zeit, dass ich da mal einen Blick drauf werfe. Danke, dass du mir Bescheid gegeben hast. Ist dir diese Information nichts wert? Ja, ja, schon gut. Hier hast du ein paar Splitter. Und jetzt verschwinde. Dann kommen wir langsam im Schneckentempo. Ein paar neue Splitter dazu, nachdem wir zuletzt so viele rausgehauen hatten. So, Red, wie immer, dein Jax hat mal wieder die Kastanien für dich aus dem Feuer geholt. Ich habe Blake Bescheid gegeben. Alles klar. Dann warten wir jetzt, bis er zu mir kommt. Ich habe auch eine Idee, was du in der Zwischenzeit machen könntest. Wie wär's, wenn du zu Doc gehst und uns ein bisschen Stoff zum Feiern besorgst? Der hat einen Knall. Ist es nicht etwas zu früh zum Feiern? Mach dir keine Sorgen und lass den guten Rap nur machen. Das Ganze ist quasi schon in trockenen Tüchern. Hier hast du ein paar Splitter. Das sollte ausreichen, um beim Doc ein bisschen was zum Feiern zu kaufen. Wo hast du denn plötzlich die Splitter her? Frag lieber nicht. Wenn ich etwas will, dann kriege ich es meistens auch, mein Freund. Und sag dem Doc, er soll dir etwas von dem besonderen Zeug mischen. Sag ihm einfach, ich schicke dich. Ich glaube, da kommt Blake schon. Wir sehen uns dann später wieder hier. Hey, Rat! Blake, mein Freund, was hast du auf dem Herzen? Ich habe ein Jobangebot für dich. Wie immer schnell bei der Sache, was? Worum geht es? Ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann. Und ich habe aus sicherer Quelle gehört, dass du so jemand bist. Aus sicherer Quelle also? So, so. Ja. Ich brauche einen neuen Bodyguard. Ryan ist zu unzuverlässig geworden. Unzuverlässig? Ja, du weißt ja, wie das ist. Er war dauernd nur am Saufen und am Rumhuren. So jemanden kann ich nicht gebrauchen. Verstehe. Was muss ich denn bei dem Job so tun? Komm mit. Ich zeig dir, worum es geht. Okay, dann geh vor, ich folge dir. Das würde mich aber auch interessieren. Ob ich da mitlaufen kann? Dann müsste ich mich nicht auf die Worte von Red verlassen? Pause die schnell. So, mein Freund, es ist wieder Zahltag. Nein! Da du das letzte Mal artig bezahlt hast, sind es ab jetzt nur noch 100 Splitter. Nein! Na, was hältst du davon? In diesem Augenblick! Vergiss es, ich bezahle nicht. Überleg es dir gut, Freundchen. Du willst mich nicht zu deinem Feind. Zigmal bin ich hier rein und raus aus dem Lager. Ich konnte mich einfach rausbeamen und wieder reinbeamen. Und jetzt stoppt dieser Idiot. Stoppt mich hier. Ah, ich fass es nicht. Stoppt mich in dem einzigen Augenblick, wo ich wirklich hier durch muss, weil ich jemanden verfolge. Und wo ich es echt eilig habe. Stoppt er. Das gibt's doch nicht. Du solltest dich lieber nicht mit mir anlegen. Ach ja? Und warum sollte ich das tun?
weil ich nicht möchte, dass deine Mutti einen Sohn weniger hat. Wow, wow, wow. Immer mit der Ruhe, Cowboy. Ich will hier kein Blut vergießen, okay? Hätte ich gewusst, dass es dir so ernst ist. Wie auch immer, ich bin auf deine Splitter nicht angewiesen. Lass uns Frieden schließen, okay? Wir sehen uns. Mann. Die anderen sind natürlich über alle Berge jetzt, ne? Oh, schaut mal hier. Das gibt's doch nicht. Dem bin ich vorbeigelaufen beim letzten Mal. Und wo ist Red hin? Da wird mir doch was Rotes angezeigt. Da ist er. Kriegen wir den? Falk, bitte mitkommen. Für den kriegen. Da werden aber jede Menge Monster gleich sein. Jetzt müssen wir wieder den Hut wechseln. Wer rennt denn da? Ist der an dieser, auf dieser Plattform, an der Kuppe? Ich gucke immer auf die Minimap, da ist es orange. Läuft er da hinten, die Straße lang? Da hinten ist der. Schaut mal, wo der hinrennt. Bekommen wir den? Boah, ist der schnell. Wohin läuft der? Wie gut, dass wir ihn verfolgen können. Werden wir ihn bekommen? Was ist sein Geheimnis? Quer durch die Wüste. Mann, 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 Mann.